So, wunderschönen guten Morgen. Eieiei, es ist jetzt schon sehr, sehr warm. Okay, also auch schön wendig ist sie. Bremsen greifen schön zu, aber man merkt sofort die Power, die fehlt. Jetzt ballern wir erstmal einen Moment auf der Autobahn und dann schmeißen wir nochmal Kalimoto an. Aber Yamaha finde ich richtig geil, macht mir richtig Spaß. Schätze mal Kägen. Ja, wer hat jetzt hier Vorfahrt? Keine Ahnung. Ich bin gerade auf der Autobahnauffahrt. Alles gut? Oh. Ja. Ich habe jetzt gerade an der Tankstelle den ganzen Kram hier fertig gemacht und es war in der Sonne schon nicht auszuhalten. Und dann habe ich auch irgendwie keinen Bock gehabt auf das Gequatsche dann beim, ne, beim Händler, aber also besser geht's nicht. Du gehst rein, er gibt dir das Motorrad, macht's auch schon direkt an. Du hast ihm nur den Führerschein gegeben und fährst los. Nix unterschrieben, gar nichts. Also so von der Größe und vom Handling ist das halt auch total geil. Und es ist im Prinzip genau das, was ich möchte. So fast schon so Fahrradfahren-like halt. Ne? Aber das ist, also auch was ich jetzt von Yamaha mitbekommen habe, ich meine, das ist jetzt das dritte Yamaha-Motorrad, was ich Probe fahre. Und ich, also was so hier Handling und Verarbeitung und so weiter angeht, mega. Also macht richtig Bock. Nochmal bitte, lauter. Schatz, ich verstehe nur Pizzeria. Ja. Milano. Was ist damit? Warte, Schatz, ich fahr kurz hier runter. Ich verstehe dich nicht. Noch ein Kilometer bis zur Raststätte Reinhardshain. Kann ich ja mal Stoff geben hier. Ich meine, was man halt schon merkt, wenn man keine Scheibe hat, dann muss man sich umso mehr festhalten. Also bei 125 ist halt eine schöne Reisegeschwindigkeit auf so einem Ding hier. Und das Allerkrasseste ist die Geschichte mit dem Helm. Weil ohne Schild, ohne Luftverwirbelung ist der so leise. Ich meine, kann ich leider nicht hören beim Telefonieren, aber trotzdem, so krass. Also, Pizzeria Milano. Ja. Und? Ach das. Ah. Na ja dann. Bis gleich. Das stimmt. Also dann, bis gleich. Na klar. Tschüss. Also längere Zeit Autobahn, geht, aber ist es schön? Die ist so wendig, Wahnsinn.
Wobei, was ich auch strange fand, die 900er, das mag an den Reifen gelegen haben, die war so straight geradeaus. Alter. Ganz genau so. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Meine Fresse, ist das geil. Vor allem fühlst du dich sofort wohl auf der Kiste. Krass. Alter, ist das geil. Bleibst du wohl stehen? Yo, Servus. Ja, so schaltet man dann auch in den Leerlauf. Zack, zack, zack. Das ging ja bei der R9T gar nicht, aber... Gut, so ab 5000 kommt er dann vom Sound. Soundtechnisch könnte man dann wahrscheinlich auf jeden Fall noch was machen, weil immer in den Begrenzer ziehen kann ja auch nicht die Lösung sein. Woran liegt das jetzt, dass ich mich hier viel wohler fühle als auf der 900er am Anfang? Gibt es dafür eine Erklärung? Kleinere Blinker wären dann auch noch mal eine Idee. Ja, das ist einfach so geil. Das sieht doch mal hier ganz gut aus. Yes, yes, yes. I like.
Die ist wie gemacht für mich. Ja, das Ding geht ab. Es ist auf meiner Leistungsebene gerade. Deswegen wäre es fatal, die 700er zu nehmen, weil die 900er einfach so das nächste Level wäre. Das ist hier so die Erkenntnis von heute. Aber auch ein tolles Motorrad. Ich glaube, für Einsteiger genau richtig.